Rabe Raben. Natur SelMcKenzie. Die Filmbilder hat der Natur SelMcKenzie in China gedreht. Die Raben und Krähen bilden zusammen die Gattung Corvus in der Familie der Rabenvögel, Corvidae. Die Gattung umfasst 42 Arten. Die größeren Vertreter werden als Raben, die kleineren als Krähen bezeichnet. Hierbei handelt es sich jedoch um keine biologische Unterscheidung, Taxon. In Europa kommen der Kolkrabe, die Alaskrähe, die Saatkrähe, die Nebelkrähe und die Dohle vor. Als das Krähen bezeichnet man weiter auch den typischen Vogellaut, den neben Rabenvögeln auch andere Vögel von sich geben, etwa Haushähne und andere männliche Fasanenvögel. Die Bezeichnung Krähe ist in fast allen indogermanischen Sprachen ein lautmalerischer Name, der ihre typischen Lautäußerungen nachahmt. Im Althochdeutschen nannte man diesen Vogel Krava, im Mittelhochdeutsch wurde er zur Kra, Krähe, Kraje oder Grove und das Altslawische kennt ihn als Kraja. Rabe ist mit Mittelhochdeutsch Rabe, Althochdeutsch Raban, Niederländisch Raf, Englisch Raven und Altisländisch Raffen verwandt. Es stammt von der lautmalerischen Wurzel Keer, von der auch Harke und Krächzen abgeleitet ist. Die Wurzel ahmt scharrende, raschelnde oder kratzende Geräusche nach. Der Rabe ist damit also ein Krächzer. Einer wissenschaftlichen Untersuchung zufolge sind Raben und Krähen die Vögel mit der größten Intelligenz. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu beispielsweise zeigen sie in Experimenten die Fähigkeit, komplexe Handlungen im Voraus zu planen. Beim Verstecken von Futter zeigen sie sowohl große Merkleistungen, als auch die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Ein Rabe scheint zu wissen, dass ein Futterversteck nur dann sicher ist, wenn er beim Verstecken nicht beobachtet wird. Zudem legen sie ein erstaunliches Lernverhalten an den Tag, zum Beispiel Herstellung von Werkzeug, Nutzen des Straßenverkehrs zum Knacken von Nüssen und Früchten. Weiterhin wurden sie dabei beobachtet und gefilmt, wie sie auf stark befahrenen Straßen auf das Grünsignal der Ampel warteten, bis sie die so bearbeitete Nahrung von der Straße holten. Kurz nachdem das Verhalten bei einem Individuum festgestellt worden war, wurde es auch in einem Radius von mehreren Kilometern um den Entdeckungsort herum beobachtet. Dies wird als Beweis für ein bisher ungeahnt schnelles Lernvermögen interpretiert. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu häufig sieht man sie auch als Begleiter von Wölfen oder anderen Raubtieren, um diesen dann, mit ihrer berüchtigten Frechheit, in Gruppen die erlegte Beute abzujagen.